Jetzt den Rückwärtsgang ein. Langsamer werden, Jana. Jana, 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 Jana. Rückwärtsgang einlegen. Warte, warte, warte. Scheiße, ich komme da gar nicht rein. Oh, du bist. Jana. Ja, super. Wunderbar. Super, Jana. Warte, Jana. Wir steigen aus. Sagen Sie mal, was stimmt bei Ihnen nicht? Stehen bleiben. Was stimmt denn bei Ihnen nicht? Sie haben uns hier gerade eben weggerammt. Vorsicht. Hüte deine Zunge. Dreh dich um. Hände hoch. Und jetzt lauf schön geradeaus. Da Absteigen. kommt eine Wand. Können Sie auch aussteigen? Gibst mir keine Befehle. Naja, ich finde es ein bisschen unhöflich. Ist mir egal, wie du das findest. Wenn er seinen Handlanger hier auch rumfährt. Und was jetzt, wenn ich fragen darf? Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Umdrehen. Ja, was kann ich für Sie tun? Wir haben uns doch schon mal gesehen. Ja, richtig. Was ist mit der Frau? Kann die nicht sprechen? Doch. Wer bist du? Wen meinen Sie? Sie oder mich? Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Haben wir uns schon mal gesehen? Bestimmt. Moment mal. Wer bist du? Wer fragt? Mit so einem lauten Mundwerk. Das kann nur einer sein. Das war gestern Musik in mein Ohr. Freut mich für dich. Was bloß? Das möchte ich auch gerne wissen. Sag mir Bescheid, wenn du ihn siehst. Du weißt ja, was uns passiert. Ah, natürlich. Fantastisch. Verstanden. Nun gut. Ihr dürft gehen. Sehr freundlich. Ja, danke schön. Schönen Abend noch. Nee, ich darf jetzt nicht gehen. Er bleibt hier. Aus welchem Grund?
Nehm ihn mit. Da ist aber kein Sitz drinne. Ach, mein Gott. Da ist kein Sitz drinne. Auf die Flaschen sitzen, die explodieren schon nicht. Ich nutze hier nicht. Wissen Sie, ich hatte ein bisschen Muskelanspannung, aber ich würde kein Problem sein. Und ich noch immer mehr wissen. Okay, aber ich frage mich, was Sie jetzt von mir möchten. Was ich den Bällen hoffentlich besser haben. Solange sie freundlich zu ihm sind, sollte er auch nichts groß machen. Außer er sieht einen größeren Nutzen in ihm. Ich verstehe Sie gerade nur sehr schlecht wegen dem Motor. Alles gut, kein Stress. Sie werden gleich auf alle Ihre Fragen eine Antwort bekommen. Na, dann bin ich ja mal gespannt. Sie dürfen hinterher gehen. Die Treppen hoch, bitte. Ja, natürlich. Herr Bane, was möchten Sie von mir? Sei leise. Wiederhol. Ist sie in Gefahr? Gute Arbeit. Stand by. Du willst also den Helden spielen? Äußerst interessant. Gefällt mir. Richtig. Aber, Herr Bane, warum das Messer? Ich habe kein Messer in der Hand. Na, Sie haben gerade irgendwas gezogen gehabt. Entweder würde ich sagen Fäuste oder Waffe. Ich glaube, du verstehst es nicht. Von mir eine abzubekommen, dafür muss man schon einiges aushalten können. Ich kann dich ja überzeugen davon, wie weh es tut, von mir getroffen zu werden. Naja, ich habe sie letztens bei den Mechanikern beobachtet, also mir fällt auf, sie sind nicht mehr so stark, anscheinend. Glaubst du das? Glauben kann man überall, man muss sich nur für vergewissern. Herr Bane. Hätten Sie was dagegen, 1 gegen 1?
Nun gut, ich werde dir beibringen, was es bedeutet, vor der wahren Gerechtigkeit zu stehen. Ich mache dich zu meinem persönlichen Sklaven. Na, das werden wir dann sehen, Herr Bane. Natürlich. Was ist los, Herr Bane? Du kämpfst wie ein jüngerer Mann, ohne jegliche Zurückhaltung. Bewundernswert, aber nutzlos. Naja, von ihm kommen keine Schläge. Das muss wehgetan haben. Ein Schlag und er ist weg. Räum den Dreck weg. Gut. Nicht darum. Geht ja gar nicht. Da kann ich mehr halt mit dem GTA darum. So verstanden. Ich kann Brand leider nicht wegtragen. Der ist. Und ins Sekretär.
Wieso bewusstlos? Ich habe mich mit Ben angelegt. Oder er, quasi mit mir. Ja, richtig. Wieso machst du denn sowas? Weil er mich hier mitgenommen hat. Also hierher. Und er sich aufgewärmt hatte. Dann habe ich mich auch aufgewärmt. Und ich wollte ihm einfach nur mal die Stirn zeigen. Einfach mal ihm zeigen, dass er nicht alles kann. Hier. Dann habe ich kräftig zugeschlagen. Er ist aber nicht umgefallen. Weil seine Rüstung wahrscheinlich zu stark war. Und dann hat er davor quasi, bevor wir quasi diesen Fight begonnen hatten, weil ich ihn herausgefordert hatte, irgendwas gezogen. Es war aber kein Messer. Hat nicht wohl ganz geklappt, nein. Aber aufgeben ist nicht drin. Ein Oliver gibt nie auf. Aber jetzt muss ja mal einer die Stirn zeigen. Nicht immer nur kuschen. Vor allem, wir wurden ja davor dann angehalten. Und Frau Blue musste ja dann das Weite suchen. Lieg AP, oder was? Dafür hast du den Red nicht bekommen. Ich habe mich mit Ben angelegt. Ja. Oliver lässt sich ja sowas nicht bieten. Vor allem, wenn sich Bane dann aufwärmt, dann wärmt sich Oliver genauso auf. Bane ist doch harmlos. Ja. Er hat aber einen Schlagring gezogen. Ich hab nur mit Fäusten gekämpft. Das heißt, Oliver muss stärker werden. Ach, fähig ist er geworden. Ich habe nur davor gesehen gehabt, quasi,